Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Turmoil. Hallo, willkommen zurück. Wir haben 2% der Aktien gekauft. Richtig geil. 21%, das ist gut. Bei 4 Personen kann man ja maximal damit rechnen, dass die anderen, also ne, 25 für jeden wäre Gleichstand. Jimbob hat gar nichts. Jimbob ist raus aus dem Rennen. Außer Jimbob spart jetzt so viel Geld, dass er am Ende nochmal irgendwie den Rest der Aktien kauft für 8 Milliarden oder so. Aber davon gehen wir jetzt mal einfach nicht aus. Ne, davon gehen wir jetzt mal einfach nicht aus. So, dann gehe ich mal hier oben hin. Obwohl, wenn die alle dahin wollen, will ich auch dahin. Oder will ich doch da oben hin? Nein, ich will vielleicht... Oh Mann. Verdammte Tat. Ach, was für ein Schnapper, ne? Damit, oh, Ding, 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 Ding. Guck mal, jetzt kaufen die hier noch am Ende, oder was? Ist mit euch denn nicht in Ordnung? Ihr habt's ja wohl... Ihr habt ja gesoffen. Ein Spilltimer. Wer braucht einen Spilltimer, Leute? Ich nicht. Nicht mit meinen Fähigkeiten. So, was gibt's hier, William? Achso, hatte ich ja schon geschaut. Ja. Keine Ahnung, braucht man alles gar nicht jetzt so unbedingt, ne? Ich habe ja gerade mit meinen 15er Pferden oder was, habe ich ja auch gut verkauft. Ich würde sagen, wir stürzen uns direkt ins Turmoil. Mauli Maul und hier, so, schauen wir mal, was passiert. Gute Preise, gute Besserung wurden uns bisher noch nicht angeboten. Ich verfolge dich, mein Freund, ich verfolge dich. Wie wip. Na komm, jawoll. So, Bohranlage hier. Hey, Alter. Brauche hier gerade, Junge. So, schauen wir mal. Was gibt's denn da? Stich ist... Oh, nee. Doch, ist drin. Okay. Gerade noch so am Rand gepiekst. Na, jetzt haben wir nicht so einen geilen Kurs wie vorhin am Anfang. Und haben wir schon Gas gefunden. So, der kann erstmal verkaufen fahren. Brauchen wir jetzt noch nichts dringend. Ein bisschen Geld ist okay. Ja, komm, ich stelle für den anderen schon mal ein Silo auf. Kann ja nicht schaden. Maulwürfe rein, Maulwürfe rein. Müssen wir erstmal mit 2 Wagen verticken hier. Bisschen Geld kommt ja noch. Ulala, siehst du, da haben wir es schon. Da sitzt ein großer Quell der Freuden. Pass mal auf, dann machen wir jetzt hier die Linksstrategie. Muss der halt großräumig nach rechts buddeln gleich. Es ist mir aber relativ egal. Okay, dann vielleicht nochmal ein 1000er holen. Damit wir hier schon mal anstechen können. Da brauche ich jetzt kein dickes Rohr machen. Ist nicht so wichtig. Machen wir hier das große Maulwurfkrabbeln und schauen mal, was passiert. 67, ja ne, komm, aber wenn du schon, wenn schon einer oder zwei verkaufen, dann hier bitte. So, da haben wir doch schon wieder was Neues gefunden. Haben wir da auch noch was? Was würde das kosten? 700 und das hier 300. Dann gehen wir da hin. Machen wir hier dicker. Oh. Nichts verkaufen. Schnell zurück zum Dings. Mist, müssen wir uns noch ein bisschen Geld leihen. Macht aber nichts. Muss hier hart zapfen, sonst bringt das nichts. Und das Silo noch mal ein bisschen größer. Ist ja nur ein so ein Gasding gefunden. Die Kurse sind bekackt. Hier für 72 kann einer mal was verkaufen gehen. Ich kann mir nicht so viel Kohle leihen. Das geht einfach nicht. Kaufen wir mit 2 Mann. Silo ein bisschen vergrößern. Muss ja auch sein.
wird immer dramatischer. 96, 97, okay, hier können wir jetzt ein bisschen was rein verticken, würde ich sagen. An einem Dollar. Ein Dollar 3, verkauft mal mehr. Genug Öl für alle da, würde ich sagen. What the fuck? Das ist ja nix. So Gas, aber... Ansonsten sind wir hier aufgeschmissen. Jetzt haben wir da unten noch mehr Gas. Okay, das heißt, wir gehen aufs Leerpumpen. Leerpumpen ist die nächste Strategie. Hier geht's runter, da geht's rauf. Mhm, aha, uhu, aha, ja, okay. Alle mal hier rüber, bitte. Quatsch, keine Plattform mehr. Da gehen wir dann auf Silokraft Extremo. Jetzt als nächstes dickere Wagen. Nächstes dickere Wagen, bitte. So, davon kann niemand zu viel haben. Ein paar Leute verticken noch. April, es ist April. Jetzt habe ich hier nicht mehr so einen schönen Durchlauf, ne? Dann können die da hinten den schon mal ein bisschen leer saugen. Oh, ey, das sind beschissene Kurse. Das gefällt mir gar nicht so gut. Das gefällt mir gar nicht so gut. Ausgeschmissene Kohle, auch wenn wir nichts haben. Aber ist egal, dann pumpen wir es lieber mal in ein Silo rein. Echt, ist hier nur so wenig, Leute? Ist hier wirklich nur so wenig? Nochmal so ein Stechwurf, Stechmaulwurf. Hier oben nochmal ein. Hier nochmal ein. In der Hoffnung, noch irgendwo einen kleinen Dip zu kriegen. Sieht aber nicht gut aus. So, Kameraden. Jetzt würde ich sagen, dann schließen wir den Kumpel hier. Stechen uns das Gas schon mal an. Wow, hier ist ja so gut wie gar nichts, ey. Hier wirklich nichts. Oh, geht mal hier rüber. Wir brauchen halt noch ein bisschen Geld, aber ich pumpe das alles ins Silo. Kann der pumpen in der Zeit. Connecte ich den hier. Es gibt's doch nicht. Ich sehe echt nichts mehr. Geht ja immer so ein bisschen nach unten. Da ist noch was. Was ist das? Gas? Nee, das ist Öl. Shit.
Da ist noch mehr Öl. Shit. August. Was zur Hölle habe ich hier gebaut? So, da fließt nicht genug. Da muss mehr fließen. Ist hier schon ein Dreier, ne? Ist ein Dreierrohr. Okay, dann passen da locker zwei Zweier rein. Ich habe auch das Gefühl, dass hier einfach überall noch mehr ist. Das ist halt August. Warum haben meine Maulis nichts gesagt? Hier ist noch mehr Öl. Ja, damit. Was willst du machen, ne? Das konntest du ja am Anfang nicht finden hier, das Zeug. Guck mal, der ist schon leer gezogen hier. Können wir den sicherlich auch nochmal hinterherziehen jetzt. Ja, der geht gut, der geht gut. Der macht hier auch nicht so viel Stress. Wir brauchen jetzt halt nur wieder mehr Platz. Ich habe nur ein Super-Silo. Das wird nichts, Leute. Das wird grausam. Das sage ich euch jetzt schon. Hier, einer kann mal hier verkaufen fahren. September, Oktober, November. Okay, wir haben noch 3 Monate. Buah. Tja. Wie hart wollen wir es machen, ne? So, ich mach die Bohranlage jetzt endgültig zu. Ich sehe hier schon mal eine Connection. Das Ding ist hier geschlossenes System. Jetzt könnte ich, wenn der da rausgerieben ist, hier nochmal kurz gucken. Die sind ja alle angeschlossen an das Ding. Hol dir jetzt mal das Gas hier. Nee. Blöd. Den hier schließen jetzt, den hier öffnen. Dann hole ich mir das hier. Ey, hör mal auf jetzt. Nee, da kann ich viel mehr nicht rausholen, glaube ich. Das wird jetzt hier, ich öffne jetzt dieses Ventil und fangen wir an. Schade, nicht die beste Runde eines Profis, aber auch nicht die schlechteste Runde eines Novizen. Was? Okay, wir schauen mal, wie viel haben wir noch? Da sind noch 2 Quellen, ich würde sagen so ab 2,50 verticken wir, oder? Obwohl es da ganz schön schnell durchgeht jetzt. Immer zum Höchstmöglichen irgendwie, aber... Jetzt wird's langsamer. Na komm. Dann können die sich hier in Ruhe voll tanken. Nochmal 3 Pferdchen mehr. Ich meine, die laben sich da schon ganz gut. Mehr Pferde wären vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber vielleicht auch einfach eine zu krasse Investition.
Hier war nicht viel irgendwie, ne? Vielleicht habe ich auch noch was übersehen irgendwo. Das ist immer gut möglich. Aber ich hatte irgendwie mit mehr gerechnet. Ein paar Pferde mehr wären klug gewesen. Die wären richtig KLOK gewesen. Und den Rest jetzt hier drüben noch für $1,04. Dann sind wir leider durch. So, Ende im Gelände, würde ich sagen. Naja, wir haben wenigstens alles rausgeschrubbt. Boah. 21, hatte ich wirklich so wenig auf der Karte? Das ist ja heftig. Willem. Right Inc. 92. Für 4000, ja komm. Kann man nichts sagen. Aktien. 4%. Was gibt man aus für 4%? Keine Ahnung. Ich nehme das 27. So, jetzt haben wir 25% Aktien. Ich meine, meine Güte, was soll's, ne? Landauktion. Mal gucken, was hatte ich denn da für einen Schrotthaufen? Ja, siehst du hier, 29. War ja nichts. Er hatte wenigstens hier noch einen Otto Spier, Alter, richtiger 31er. Die wollen alle dahin? Warum? Keine Ahnung, gehe ich halt dahin. Wir sind fertig, also lass uns halt draußen. Ey, die kaufen jetzt erst so... Der hat jetzt erst das Gasding geholt? Da sind wir richtig am Eimer. Naja, okay. Ich bin bereit. Oder hätte ich noch irgendwas kaufen müssen? Weiß es nicht. Ich schicke den Wünschelmann. Wo hatte ich jetzt gekauft? Bei Right Inc., oder? Oh, jawohl, da geht's direkt los. Ist das jetzt der Quell, den er meint? Ne, dann würde er verschwinden, ne? Was geht hier ab? Verkaufen. Sagt das Ding direkt leer, der ist auf 1,35, Alter. Oh. Der Stich ging daneben. Das ist so kleine Splitter, die wir hier haben an. Kann man eigentlich dauerhaft verticken. Da sind ordentlich Gasquellen. Klar, wenn der jetzt über 92 geht, okay. Aber hier können wir die ganze Zeit auf 92 bleiben. Und ich weiß nicht, was noch, aber... Hier sind ja so viele kleine Furzquellen überall verteilt. Dann den Okolyten hier mal ein bisschen größer machen. So, auf der Ebene finde ich jetzt echt nichts mehr, wo ich hart suchen müsste. Außer halt hier Gas, Gas, Gas. Aber wenn wir das schnell genug leer gepumpt kriegen. Ich mir darum keinen Kopf mehr machen später, wisst ihr, was ich meine? Ich kann hier die ganze Zeit nebenbei ein bisschen was verkaufen, damit unsere Investitionen bleiben, damit wir scannen können zum Beispiel.
Dann mache ich hier so kleine Spot-Scans. Einfach, falls ich hier auch gleich noch was freilegen will am Ende. Siehst du, da ist nämlich auch noch ein Kumpel. Den können wir direkt mit anzapfen. Da sehe ich nämlich auch schon wieder so einen Felsen. Und hier mit dem Geld kann ich dann schon mal ein bisschen an die Tiefe gehen, wisst ihr? Damit, wenn wir dann gleich runterrutschen... Puh, aber ansonsten habe ich irgendwie ein bisschen Angst, dass wir nichts mehr finden. $1, oh. Diamant mal gefunden. Ich kann halt leider keinen Direktanschluss, ne? Fabriken können halt nicht bohren. Fabriken können nicht bohren. Hier bräuchte ich einen Steinbohrer. Das heißt, ich müsste schon mal 1000 nur für den Turm ausgeben. Kurse sind gut, aber ich finde halt kein Öl mehr. No oily oily oil. Ich hätte schon gerne das Gas. Ich hätte schon gerne das Gas gefördert auch. Wegen Gazprom und so. So, warte mal, dann schließe ich aber die Bohranlage generell. Und lege uns erstmal einfach hier eine kleine Gasanlage. So, warte mal, pump mal bitte alles nur noch hier rein. So. Bitte alles da reinpumpen. So, jetzt wüsste ich gerne, was das hier unten wird. Es ist Mai. Gehen wir mal ein bisschen in der Zeit. Schneller, 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 schneller. Es ist Öl. Es ist Oil. Wenn ich jetzt rechts Gas finde, habe ich natürlich wieder die Arschkarte, aber egal. Das reicht mir dann auch, der kleine Zapfen. Also, wenn, dann will ich auch das Öl haben, ne? Und wenn, dann will ich das schnell gefördert kriegen. Wir müssen uns wahrscheinlich wieder hier links anschließen, ne? Kann ich das Ventil, kann ich zumachen? Kleine beschämende Scans noch hier unten. Ich meine, der ist jetzt auf 1,12, 1,15 der Kurs. Das, was ich mache. Ich mache das jetzt so. Und dann pumpe ich jetzt einfach das Gas hier schon raus, wenn er auf 1,20 ist. Dann pumpe ich jetzt schon das Gas durch. Es ist Juli erst, aber egal. Wenn der Kurs an sich schon hoch ist, muss ich ja halt weniger reinpumpen. Ihr könnt es alles in die Silos stopfen, was geht. Okay, ich würde sagen, jetzt fahren wir verkaufen, verkaufen, verkaufen. Oh Gott, es hat geklingelt, die Post ist da. Ah, so, ich hab's geschafft, boah. Weißt du, mich, wenn du nicht schnell genug bist, dann rennt er wieder weg und dann fährt er das in die Postfiliale und dann musst du das mit dem Elektroscooter abholen und es ist weit weg und... crazy shit, Leute. So, jetzt habe ich mich aber beeilt. Weiter geht's. Weiter geht's. Wo waren wir gerade? Ach so, wir waren gerade dabei, Saft zu verticken. Okay, da ist noch genug Gas.
Aber dann machen wir mal, komm, wir gehen mal hoch auf 15. Warum haben wir die Geschwindigkeit nicht gemacht? Egal, die kommt jetzt erst richtig zur Geltung. Die kommt eh erst jetzt richtig zur Geltung. Solange das noch auf dem Kurs ist, können wir eh alles verscheppern. Ja, es ist wieder nicht der beste Tag im Leben eines Ölmoguls, ne? Aber es ist auch nicht der schlechteste. Also wenn, dann fahrt ihr hier verkaufen, bitte. Aber gut, da reichen jetzt erstmal sowieso 3-4 Stück. Es ist August. August. Jetzt muss ich hier wieder die untere Line so ein bisschen durch. Aha, da ist was. Was ist das? Oily Oil. Na komm, schließen wir an. Machen wir hier das Volumen noch ein bisschen. Ein bisschen Oily Oil. Dass durch die ganzen Scans jetzt überhaupt was bringt, aber ne, es bringt am Ende 1000, wenn du alle hast, ne, so, es ist eigentlich echt nicht viel. Warum geht das jetzt hier nicht durch? Aber hier geht's durch. Ja gut, hier ist jetzt zu viel Volumen für, was ist mit dem und dem? Achso, okay. Ich jetzt, nee, dann bin ich auf 3. Ist egal. Ziehen wir halt ein bisschen mehr durch. Ja, ich würde sagen. Was ist hier los? Also, das würde ich sagen, Leute. Da den Kurs bitte beachten. Aber das ist, du guckst, du drückst einmal, beschleunigst die Zeit. Das ist sowieso Killer. Komm, 30 kriegen wir noch voll, oder? 30k? Ja. Da kommen die letzten Tropfen. Letzten Tropfen sind verkauft. Und, leer gesaugt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Viel mehr hätten wir nicht rausholen können. Klar, über den Kurs noch ein bisschen. Ein paar Dollar mehr oder weniger. Puh, aber das ist okay. Das ist okay, Freunde. Es bleibt nicht mehr viel übrig. Es ist bald, das geheime große Feld kommt noch oder so. Ne? Was gibt's hier? Ohne Verkauf 65. 67. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Episode. Da würde ich sagen, macht's gut. Bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.